Kanto, die wunderschöne, klassische Region aus Pokémon Rot, Blau und Gelb. Jeder von uns hat diese Welt wohl schon mindestens einmal durchquert und ist zum Champ des Indigo-Plateaus geworden. Ich für meinen Teil verbinde viele fantastische und nostalgische Momente mit dieser Welt und habe sie schon dementsprechend oft durchgespielt. Dabei habe ich natürlich auch viele verschiedene Spielstile ausprobiert. Letztens habe ich dann auf YouTube ein Video von Mystic Umbreon entdeckt, einem englischsprachigen PokéTuber, in welchem er das seiner Meinung nach beste Durchspielteam für die Kanto-Region vorgestellt hat. Und daraufhin bekam ich ebenfalls Lust, ein ähnliches Video zu machen. In diesem Sinne also schon mal Shoutout an Mystic Umbreon, sein Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch mal seine Version des Videos ansehen möchtet. Doch genug davon, hiermit präsentiere ich euch das meiner Meinung nach beste Kanto-Team. Das folgende Team entstand voll und ganz meiner Meinung und ich beziehe mich hierbei hauptsächlich auf die Remakes Feuerrot und Blattgrün, da diese Editionen die aktuelleren sind und ich sie auch öfter durchgespielt habe. Aber gut, genug davon, viel Spaß! Der Grundbaustein unseres Teams beginnt natürlich mit der Starterwahl. In Kanto haben wir, wie jeder weiß, die Wahl zwischen Bisasam, Glumanda und Shiggy. Jedes dieser drei Pokémon hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber für einen normalen Walkthrough ist Bisasam tatsächlich am besten geeignet. Sein Pflanzentyp verschafft ihm einen großen Vorteil gegenüber einigen Arenen, da es Rockos Gesteins, Mistys Wasser und Giovannis Boden-Pokémon sehr effektiv trifft und nebenbei noch den Elektroattacken von Major Bob resistiert. Allgemein hat Bisaflor lediglich einen Nachteil gegen Pyro, Sabrina, Lorelei und gegen einzelne von Siegfrieds Drachen. Für den Start ist Bisasam also ein sehr solides Pokémon, welches gerade am Anfang sehr dominant sein wird. Damit haben wir eines von sechs Pokémon also schon mal gesetzt. Doch auch wenn Bisasam die ersten drei Arenen lang sehr effizient sein wird, solltet ihr den Weg bis dahin nutzen, um euer Team um einige andere wertvolle Mitglieder zu bereichern. Eines davon ist zum Beispiel der Standardvogel von Route 1. Taubsi. Taubsi mag auf dem ersten Blick nicht gerade besonders stark wirken, aber als Tauboss ist es ein grundsolides Flug-Pokémon für unseren Playthrough. Tauboss kann zwar nicht sonderlich viel, aber es kann eines: fliegen. Und das alleine ist schon überaus praktisch, denn wenn man in eine bereits betretene Stadt zurück möchte, dann will man immer den kürzesten Weg wählen. Aber auch wenn Tauboss hauptsächlich von Fliegen oder gegebenenfalls Aeroas profitiert, macht es wirklich guten Gebrauch davon. Tauboss ist super effizient gegen Erika, welche die erste Arenaleiterin sein wird, wogegen Bisaflor erste Probleme bekommen könnte, und es wird die ganze Arena im Alleingang besiegen. Außerdem kümmert es sich um die zahlreichen Käfersammler, die man unterwegs trifft, so wie Brunos Kampf-Pokémon in den Top 4. Und wie gesagt, man erhält Taubsi bereits auf der ersten Route. Aktuell könnte unserem Team noch eine kleine Unterstützung gegen Feuer- und Elektro-Pokémon guttun. Bisaflor resistiert zwar Elektroattacken, kann aber gegen Pokémon wie zum Beispiel Magnetido nicht allzu viel ausrichten. Also sollte am besten ein Boden-Pokémon her. Und das Boden-Pokémon unserer Wahl ist Sandan. Sandan erhält man bereits direkt auf der Route vor Azuria City, sodass man schon lange vor der Elektro-Arena ein Boden-Pokémon im Team hat und es trainieren kann. Außerdem erhält man beim Verlassen von Azuria City die TM Schaufler, womit wir schon mal einen halbwegs soliden Bodenangriff für Sandan hätten. Sandama ist außerdem nicht nur effektiv gegen Major Bob, sondern kann auch gegen Koga, Pyro und gegen Blues Glurak verwendet werden. Es empfiehlt sich außerdem Sandama die TM Felsgrab aus Marmoria City beizubringen, da eine Gesteinsattacke Sandama ermöglicht, auch Flug-Pokémon zu treffen. Sandan ist allerdings ein Pokémon, das nur im Blattgrün vorhanden ist. Feuer-Rot-Spieler können stattdessen auch alternativ Nidoking oder Diktrie verwenden. Damit hätten wir unser halbes Team also vervollständigt. Was in jedem Pokémon-Spiel jedoch unabdingbar ist, ist ein Pokémon, welches surfen kann, um das Meer zu überqueren. Am besten sollte es auch noch ein Pokémon sein, das effektiv eingesetzt werden kann und nicht nur auf die Box verbannt wird. Gerade in Kanto gibt es eine Menge Wasser-Pokémon, doch welches sollte man am besten wählen? Ich bevorzuge in diesem Fall Aquana. Aquana kann direkt beim Betreten von Prismania City erhalten werden. Auf dem Dach eines Hochhauses kann man sich ein Evoli schenken lassen, welches man durch einen im Kaufzentrum erworbenen Wasserstein auf der Stelle zu einem Aquana weiterentwickeln kann. Aquana zeichnet sich nicht nur durch seine Fähigkeit zu schwimmen aus, sondern es hat auch noch ziemlich gute Werte. Bis man den Surfer erhält, kann man Aquana außerdem schon mal die TM Aquawelle von Misty beibringen. Doch Aquana glänzt nicht nur durch seine Wasserattacken, es lernt per Level-Up außerdem noch die Eisattacke Aurora-Strahl, wodurch es vor allem gegen Siegfrieds Drachen-Pokémon bestehen wird. Mit Evoli macht man für gewöhnlich nichts falsch und Aquana eignet sich hier meiner Meinung nach besonders gut.
Aktuell haben wir jedoch ein großes Problem. Wir haben 3 Eisschwächen. Klar, Eisattacken sind nicht allzu häufig vertreten und wir haben Aquana, aber spätestens gegen Lorelei in den Top 4 könnten wir Probleme bekommen. Was ich für unser Team also sehr gut anbieten würde, wäre ein Stahl-Pokémon. In der ersten Generation gab es nur leider nicht viele Stahl-Pokémon. Um genau zu sein, nur eines. Und zwar Magnetilo. Magnetilo ist ein Elektro-Stahl-Pokémon und ergänzt unser Team ausgezeichnet. Mit den Elektro-Attacken treffen wir Flug- und Wasser-Pokémon sehr effektiv und resistieren viele andere Attacken durch den Stahltypen. Aber vor allem nimmt Magneton im Alleingang Loreleis komplettes Team auseinander. Leider ist Magnetilo erst im Kraftwerk fangbar, sodass man es erst nach dem 5. Orden bekommen kann, aber es kann sich durchaus lohnen. Magnetons Spezialangriff ist gigantisch und dadurch reicht bereits die TM-Schockwelle, die man von Major Bob erhält, aus, um massiven Schaden anzurichten. Wer lieber noch ein bisschen mehr Power auf seiner Seite hätte, der kann natürlich auch noch auf den Donnerblitz aus der Prismania-Spielhalle sparen. Unser Team ist jetzt beinahe komplett und wir decken bisher bereits die meisten Typen sowohl offensiv als auch defensiv ab. Den letzten Slot sollten wir also nutzen, um unsere Coverage abzurunden. Und es gibt nicht viele Pokémon in Kanto, die diesen Job so gut erfüllen wie Relaxo. Relaxo ist ein äußerst robustes und starkes Normal-Pokémon, welches man durch die Pokeflöte aufwecken muss, um Prismania City zu verlassen. Sollte man diese Chance versauen, kann man sich rechts neben dem Dicta-Tunnel ein weiteres Relaxo fangen, aber speichert am besten trotzdem, bevor ihr versucht es zu fangen. Doch was macht Relaxo so nützlich? Wie gesagt, verfügt Relaxo über gute Offensiv- und Defensivwerte und vor allem über einen grandiosen Movepool und bietet eine Immunität gegen Agathys Geist-Pokémon, welche das einzige Problem darstellen, das sich unserem Team aktuell noch entgegenstellt. Aber wie gesagt, ihr habt nur 2 Chancen, Relaxo einzufangen, also nutzt sie am besten. So, das wäre damit unser ultimatives Kanto-Team. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, entstammt diese Aufstellung voll und ganz meiner eigenen Meinung. Und ich weiß natürlich, dass jeder seinen eigenen Spielstil hat. Deshalb würde mich jetzt mal interessieren, was euer bestes oder Lieblingsteam der Kanto-Region ist. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Das war's dann soweit von meiner Seite. Falls es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Macht's gut, bis denne und ciao.